Hallo, hier ist Sven und in diesem Video würde ich dir einfach nochmal eine kurze Übung, einen kurzen Tipp mit auf den Weg geben, wie du aus dem Nichts heraus interessante Gespräche starten kannst. Es ist nämlich so, die Fragen in diesem Blogartikel, die geben dir einen guten Gesprächseinstieg, die helfen dir dabei, das Gespräch am Laufen zu lassen. Aber wirkliche Interaktion, wirklicher Flirt, der entsteht nicht, indem du Schritt für Schritt für Schritt die Fragen durchgehst, sondern der ist situationsbedingt. Und diese situationsbedingten Social Skills, die kannst du dir tatsächlich antrainieren. Und das mit einer recht einfachen Übung. Die Übung funktioniert so. Du nimmst dir einfach einmal am Tag oder einmal in der Woche, ich würde dir eher einmal am Tag empfehlen, einfach mal 5 Minuten oder 10 Minuten Zeit. Du setzt dich hin auf einen Stuhl oder irgendwo in einen Raum. Und du fängst an, einfach etwas zu erzählen. Du nimmst dir zum Beispiel einen Gegenstand in dem Raum, wie zum Beispiel bei mir die Kamera, und fängst daran, einfach zu erzählen, was es für eine Kamera ist. Also, du legst einfach los, ja, da ist eine Kamera und diese Kamera ist weiß. Und hinter dieser Kamera, da ist das ein blaues, wie soll ich das nennen, ein Spanntuch mit einem schönen Bild drauf. Und diese Kamera hat verschiedene Möglichkeiten, das, was ich sage, aufzunehmen. Es ist wichtig, dass der Sound stimmt, es ist wichtig, dass der Bild stimmt und es ist auch wichtig, dass die Beleuchtung, die drumherum um die Kamera ist, einfach funktioniert. Du hast gerade gesehen, zum Anfang war ich noch ein bisschen, oh, okay, wie fange ich jetzt an? Ich fange jetzt an, irgendwie über ein Tuch hinter der Kamera zu reden oder ich habe ein bisschen gestrauchelt. Aber zum Schluss kam ich ziemlich schnell in ein Gespräch, in einen Vortrag, in einen Monolog über diese blöde Kamera. Was passiert, wenn du das machst, wenn du das einmal am Tag einfach nur für 5 Minuten machst? Dann entwickelt sich in deinem Gehirn die neuronalen Verbindungen, die diese ganzen Informationen, die das Reden in den Fluss bringen. Du trainierst sozusagen dein Gehirn darauf, einfach losreden zu können. Wenn du dann in einem Flirt bist mit einer schönen Frau und du weißt gerade nicht, was du sagen willst oder was du sagen kannst und es fängt an, langsam ein bisschen komisch zu werden, dann kannst du einfach den Kellner, den Salzstreuer, irgendetwas zum Anlass nehmen, um daraus ein Gespräch zu generieren. Das ist viel, viel leichter, als viele, viele Menschen denken. Und diese Fähigkeit, einfach aus dem Nichts heraus losreden zu können, der Frau oder dem Mann, je nachdem, sind ja auch Frauen auf dieser Webseite, einfach ein schönes Gefühl zu geben, einfach ein Gefühl zu geben, hey, wir unterhalten uns, wir flirten miteinander. Diese Fähigkeit, die ist erlernbar und mit dieser Übung trainierst du sie. Du wirst sehen, wenn du das, ich schätze mal, 5, 6 Mal nur machst, wirst du schon extrem schneller in Gesprächen sein, einfach ein Gespräch am Laufen zu lassen. Wenn du diese Übung einfach mal 21 Tage lang durchziehst, dann wird sich die Art und Weise, wie du mit anderen Menschen reden kannst, wirklich, also revolutionieren, verbessern. Es ist eine einfache Übung. Das Wichtigste an der Sache ist einfach nur das, du musst dranbleiben. Wenn du das für 21 Tage machst, verspreche ich dir, die Art und Weise, wie du mit anderen Menschen redest, die Art und Weise, wie du mit anderen Menschen Spaß hast und die Art und Weise, wie du mit Frauen flirtest, wird sich extrem verbessern. Und deswegen probier die Übung aus. Wie gesagt, einmal am Tag, 5 Minuten, setz dich irgendwo hin, nimm dir einen Gegenstand, eine Sache und mach einfach einen 5-minütigen Monolog. Auch wenn er total bescheuert ist. Du wirst sehen, er wird besser und du wirst dadurch auch besser im Gespräch.